So wahr wir heute den 14. September haben, so wahr wir heute uns hier in Bad Tainach befinden und so wahr die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, so wahr ist es auch, dass dieses christliche Abendland total den Bach runtergegangen ist. Wir sind total von Gott dahingegeben. Die Christenheit ist absolut abgefallen und das Problem ist, wir können es nicht mehr stoppen. Allein diese 3 Tage, die wir jetzt gehört haben auf dem Lothar, was im Katholizismus so passiert ist, hat mich eigentlich wenig geschockt. Mehr hat mich geschockt, was im Protestantismus, eigentlich in meiner Heimatkirche auch, und was in die Evangelikalen alles reingekommen ist. Das hat mich schon mehr von den Socken gehauen. Als uns der Sascha heute Morgen auch aufgezeigt hat, wie Deutschland zu den Juden steht, wie das Volk Gottes einfach systematisch verleugnet wird, da sehen wir, dass das nicht ohne Konsequenzen von Gott geblieben ist, auch für unser Land Deutschland heute. Was mir am meisten geschockt hat, obwohl es mir nicht neu war, ist, wie selbst in den evangelikalen Kreisen das Wort Gottes einfach systematisch verfälscht wird, wo eigentlich das Zentrale, das, was wir heute eigentlich noch haben, um zu überleben, nach und nach selbst von den Evangelikalen systematisch beiseite geschoben wird. Ich denke, es könnte einem schlecht werden, wenn man das einfach so nüchtern sieht, aber ich möchte am Anfang auch ganz klar sagen, der Herr ist immer noch der Herr. Der Herr ist immer noch souverän. Der Herr hat immer noch alles in seiner Hand. Und ich denke, für Gläubige besteht überhaupt keine Not, jetzt zu sagen, oh je, wie schlimm ist das, denn die Schrift sagt das alles voraus. Und das Wunderbare ist, auch heute noch gilt das Wort Gottes, jeder, der zu ihm kommt, wird errettet werden. Egal wie schlimm die Zeiten auch wird, das Kreuz, das vollkommene Opfer besteht immer noch. Und auch für die Gläubigen ist die Verheißung ganz einfach, wenn wir auch in dieser Zeit, die immer schlimmer wird, sein Wort bewahren, dann wird er uns auch bewahren vor der großen Versuchung, aus dieser Versuchung heraus. Und ich denke, das möchte ich am Anfang nochmal ganz klarstellen, dass wir nicht mit gesenktem Haupt rumgehen, sondern hoch erhoben und auf den Herrn Jesus schauen. Ich möchte heute an diesem Mittag aus dem Pergamon-Schreiben nicht aufzeigen, was Verführung ist, sondern ich möchte aufzeigen und ein bisschen darauf hinlenken, auf das Offensichtliche. Wie kann es sein, dass das, was heute bei uns in der Christenheit geschieht, in unserem Land, wie kann es sein, dass das eingedrungen ist? Und ich denke, hier ist das Sendschreiben von Pergamon, ich möchte es gleich jetzt mal lesen, wunderbar, um aufzuzeigen, so geschiehen gewisse Dinge, wenn wir nicht aufpassen und kommen so in die Gemeinden rein. Also das ist heute die Frage an dem Mittag, wie kann es sein, dass solche Dinge in die Gemeinde hineinkommen? Gibt es da aus der Schrift gewisse Schattierungen, ein gewisses System und vor allem aber für uns, wie können wir uns davor schützen? Und ich möchte am Anfang dieses Sendschreiben mal lesen, Offenbarung 2 ab Vers 12. Wer seine Bibel dabei hat, darf mitlesen. Offenbarung 2, Vers 12. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Du hast auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt.
Soweit das Wort Gottes. Und hier haben wir eins von 7 Sendschreiben. Und die Sendschreiben sind unglaublich genial. Wir sollen ja das Wort Gottes lesen, hören und bewahren. Es lohnt sich unglaublich, diese 7 Sendschreiben mal durchzustudieren. Die 7 Sendschreiben haben eigentlich 3 Schattierungen. Einmal, dass sie wirkliche Sendschreiben damals an 7 wirkliche Gemeinden waren. Die Zahl 7 ist natürlich die Fülle. Das heißt, es ging auch noch mehr. Aber 7 Vollzahl damals wirklich geschrieben an 7 Gemeinden. Aber das Wunderbare ist, dass sie auch für uns heute absolut aktuell sind. Die Bibel sagt ja hier immer am Schluss, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Also auch wir heute profitieren wunderbar von diesen Sendschreiben. Die Sendschreiben sind aber auch nochmal, das ist das Geniale, eine kirchliche Zusammenfassung, eine Schau der Kirchengeschichte. So hast du zum Beispiel in Ephesus, der Sendschreiber an Ephesus, die erste Zeit der Apostel, ausgehende Apostelzeit, da war es noch gut. Ja, da waren die Werke noch gut, da war das Bestreben noch gut. Aber du merkst schon, dass da etwas reingekommen ist, nämlich sie hatten die erste Liebe verlassen. Sendschreiber von Smyrna siehst du dann, dass Verfolgung kommt. Ja, und jetzt Pergamon ist etwas, wenn man es kirchengeschichtlich sieht, Smyrna war eben kirchlich, kannst du in der Kirchengeschichte nachgucken, schreckliche Verfolgung. Und unser Sendschreiben heute ist ca. 313, als die Christenheit Staatsreligion wurde. Dann hast du auf einmal keine Verfolgung mehr, was ja gut ist, aber gleichzeitig hast du jetzt, dass von außen her in die Gemeinde Dinge eindringen, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Das heißt, ihr Lehren fangen an, sich einzuschleichen. Und es ist ja interessant, dass es gerade um die Irrlehre, heute wollen wir das Wort Lehre ja nicht mehr so hören, dass gerade der Herr Jesus hier am Anfang gleich sagt, das, was bei euch eingedrungen ist in die Gemeinde, ist keine Lappalie. Denn er stellt sich hier vor in Vers 12 als der, der das zweischneidige Schwert in seiner Hand hält. Und was ist das zweischneidige Schwert? Es ist das Wort Gottes. Hebräer 4, 12. Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und auch in Vers 16, lese mal, tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Das heißt, der Herr Jesus stellt sich dieser Gemeinde, in der die Irrlehre eingeflossen ist, als jemand vor, der richtend ist. Er sagt nicht, das ist kein Problem, was da bei euch drin ist, sondern er ist hier der Richter und der Maßstab seines Gerichtes ist das Wort Gottes. Wir Menschen haben ja so die Neigung, dass wir oft nach dem Gefühl gehen, je nach Lust und Laune, gibt es ja auch, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber wenn Eltern zum Beispiel so nach Lust und Laune, heute haben sie einen guten Tag, dann ist alles gut, wenn sie eine schlechte Laune haben, dann bestrafen sie dich halt. Ich hatte so einen Lehrer, bei dem wusstest du nie genau, je nachdem, wie er Laune hat, dann hat er noch Backpfeifen verteilt. Der Mensch ist so. Er geht nach seiner Laune und beurteilt nach seiner Laune. Im günstigsten Fall ist zum Beispiel, wenn du ein Richter bist, ein Anwalt bist, dann kannst du nicht einfach nach Lust und Laune richten, sondern du hast gewisse Vorgaben, nämlich das Gesetz. Ich weiß natürlich, dass das in der perfekten Welt nur gilt. Aber ein Richter urteilt nicht einfach so, sondern er hat sich an gewisse Maßstäbe zu halten. Und hier ist es ganz wichtig, dass der Herr Jesus, wenn er kommt, nicht nach irgendwelche Gefühle richten wird, und das ist auch gut für uns, sondern wir haben eine Richtschnur, nach der wir uns halten sollen und nach dem wird er auch richten. Deswegen, das ist ganz wichtig für uns, dass man immer wieder sagt, die Bibel ist das Zentrale, das ein Gläubiger vor Augen haben muss. Gerade in dieser Zeit, denn danach kommt der Jesus und er wird richten. Er sagt jetzt in Vers 13, also er stellt sich vor, das Wort Gottes in der Vordergrund, und jetzt sagt er, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron des Satans ist. Pergamon, römisches Reich, hellenistisch, es war eine sehr synkretistische, also viele Religionen war überhaupt gar kein Problem. Ja? Es war zum Beispiel so in Smyrna, die Verfolgung, da war es so, du musstest einmal, also da gab es alles an Religion, da gab es nicht, was es nicht gibt. Du konntest im Grunde genommen alles machen, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Nur einmal im Jahr musstest du in den Kaisertempel gehen und musstest opfern. Dann hast du eine Urkunde bekommen, unterzeichnet, ja, so und so war da, jetzt kannst du wieder ein Jahr machen, was du möchtest.
Ja? Jetzt war das so, für die Christen war es natürlich ein Problem. Die konnten nicht einfach da unterschreiben und das Dings geben, deswegen wurde es auch verfolgt. Aber dieses Umfeld hier in Pergamon ist genau das Gleiche. Da gab es alles. Da gab es den Altar des Zeus, da gab es der Pergamon-Tempel, der ja heute wo steht? Wundert uns nicht, okkultes Zeugs in Berlin. Du hast Asklepios, das ist das Heilung, da wurde früher Asklepios, da haben sich die Leute in den Tempel gelegt und dann hat man Schlangen über sie gehen lassen, damit sie geheilt werden. Das Zeichen der Schlange hast du ja heute auch noch in der Medizin. Also da gab es im Grunde genommen alles, was du machen konntest. Und deswegen sagt auch hier die Bibel, hier ist der Thron des Satans. Natürlich ist der Thron des Satans die Welt, da ist er der Herrscher. Aber da, wo das hier in Pergamon so offensichtlich ist, hier ist der Thron des Satans. Ich bin ja froh, wenn man das jetzt so guckt, diese ganzen Tempel früher, was die gemacht haben, angebetet haben. Ich bin ja froh, dass uns die Wissenschaft vor Augen gemalt hat, dass wir uns höher entwickeln und dass wir letztendlich diese Dinge alle nicht mehr heute haben. Ist das so? Du hast genau das Gleiche heute. Ist absolut aktuell. Ich war, wisst ihr, du musst ja nicht nach Thailand gehen, aber ich war in Thailand. Da hast du überall Tempel an jeder Ecke. Aber so weit musst du überhaupt nicht fahren. In jeder Großstadt hast du buddhistische Tempel. Brauchst nur in die Ikea gehen, da hast du buddhistische Tempel, die kannst du dir kaufen für ein Wohnzimmer. Ja, du hast letztendlich alles. Du hast in Hannover das Haus der Religionen. Da hast du Muslime, da hast du die Juden und du hast Christen. Wurde übrigens von der evangelischen Kirche initiiert, habe ich heute gelesen. Also da fasst du auch in einen Kopf. Also du hast es hier. Wisst ihr, die Leute, sie lieben es, wenn sie irgendetwas anderes anbeten können. Wisst ihr, Leute strömen zu Tausenden, Zehntausenden in den Tempel des Fußbaal. Ja, ist nichts anderes als Religion. Sie gehen dahin und schreien das, was sie sind. Tor! Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Die größte Religion heute ist der Toleranzgedanke. Ja, und das hat man hier. Alles liberal, solange du nur nach der Fasson gehst, um keinen irgendwie, bei keinem irgendwie anzuecken. Und jetzt ist eben das Problem, das die damals hatten und das wir heute vielleicht nicht mehr haben. Das Problem ist, wenn du jetzt aufstehst als Christ und die Minderheit war da Christen und sagen, sie machen das nicht mehr mit, dann bekommst du Probleme. Dann bekommst du riesige Probleme. Und genau das ist es, was der Herr Jesus ja seinen Jüngern auch vorausgesagt hat. Wenn sie mich, den Herrn, gehasst haben, dann tut alles, damit sie euch endlich akzeptieren. Steht ja da nicht da. Dann heißt es, dann werden sie auch euch hassen. Hebräer 13, 13. Die Stelle möchte ich uns lesen. Hebräer 13. Wisst ihr, wir leben genau in demselben Umfeld wie Pergamon. Und jetzt ist es genau so, wenn du nicht mehr mitgehst, bekommst du Probleme. Der Herr hat's vorausgesagt. Jetzt ist Hebräer 13, 13. Wenn du nicht bereit bist und ich, das zu tun, dann wirst du dich früher oder später anpassen. Da heißt es nämlich so, lasst uns nun zu ihm hinausgehen, zum Herrn Jesus, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Jetzt kommst du als kleiner Christ und sagst, gewisse Dinge sind in dieser Welt, auch in dieser Christenheit, nicht mehr in Ordnung, dann kann es sein, unter Umständen, dass du die Schmach ertragen musst. Wenn du jetzt als kleiner Laie und ich als kleiner Laie hinausgehen zum Beispiel und ich sage meinen Kommilitonen von früher, du, ich habe erkannt, dass unsere Bibel, die uns immer so dargebracht als das Objekt, ja, Nächtle Aland, dass das unter Umständen ein Fehler ist und du gehst jetzt hin als kleiner Gläubiger. Die denken, du hast schon Vogel. Ja? Wer bist denn du? Wir müssen gewisse Schmach tragen. Ich habe das jetzt auch wieder erlebt, als wir in der Gemeinde gewisse Dinge passiert sind und wir klar gesagt haben, wir können gewisse Dinge nicht mehr machen, das geht rum wie ein Lauffeuer. Nicht nur bei uns, sondern auch im Umkreis. Dann sprechen mich die Leute an, ja so und so, wisst ihr, die sprechen ja nie dich an, oh, ich freue mich, dass ihr jetzt mehr im Wort seid. Die nehmen eben nur das Negative aus ihrer Sicht. Ah, jetzt habt ihr keinen Lobpreis mehr, ihr dürft ja keinen Lobpreis mehr singen. Sag ich, stimmt doch nicht.
Wisst ihr, ich weiß ja, wie die Leute hinterm Rücken dann auch reden. Aber wisst ihr, wenn wir das, und das ist ja wirklich jetzt keine Schmach, aber im Grunde genommen ist es schon eine Schmach, wenn wir das nicht bereit sind zu zahlen, dann sind wir irgendwo falsch am Platz. Wisst ihr, Antipas damals musste mit seinem Leben bezahlen, weil er treu war. Der Teufel hat zwei Arten, wie er kommt. Entweder er brüllt dich als Löwe an, indem er dir Angst macht, indem er dich verlästert, oder er kommt als Engel des Lichts. Ja? Und wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, mir ist es lieber, mir schreit jemand ins Gesicht und sagt mir die Meinung, da weiß ich, wo ich dran bin, als dieses falsche Getue hintenrum. Wisst ihr, die Leute sind nicht Manns genug oder Frau genug auch, dir zu sagen, du so und so sieht's aus. Wisst ihr, da weiß ich doch, wo ich dran bin. Wisst ihr, wenn ich für den Spruch, oder für die, es gibt zwei Sprüche, wenn ich für die Geld verlangen würde, da könnt ihr mir schon wieder ein paar Bücher holen. Das eine ist, auch jetzt gerade im Bezug Lobpreis, ja, wir wollen, wir müssen ja die Jugend erreichen und so, dann immer, wir können doch das nicht lassen mit dem Lobpreis. Wo steht das geschrieben? Das zweite ist, ja, ihr wollt jetzt biblischer sein, das ist ja wunderbar und so, aber es ist doch alles Stückwerk. Das ist das zweite, was ich mir immer sage. Wisst ihr, die Leute sind komisch. Sie kommen manchmal als Engel des Lichts. Aber jetzt sagt die Bibel hier in unserem Text weiter, in diesem Umfeld, wo der Jesus sagt, Maßstab ist das Wort Gottes, er sagt im Vers 13, in dieser Gemeinde jetzt hast du immer noch Menschen, es heißt, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, als es schwer wurde. Das heißt, auch in dieser Zeit hast du immer wieder Menschen, die trotzdem am Herrn Jesus festhalten. Das ist ja schon mal etwas wirklich Tröstliches. Festhalten an ihm, am Wort Gottes. Aber jetzt heißt es, Vers 14, und das ist ja jetzt der Hauptpunkt, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten. Was war denn die Lehre Biliams? Biliams ist eigentlich einfach. Lesen wir in 4. Mose 31, will ich jetzt aber nicht lesen. Aber Biliam war folgendes. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Aber der Balak möchte das Volk Gottes verfluchen. Das ist das, was der Teufel immer macht. Er möchte sie angehen, er möchte sie auslöschen, er möchte sie wegradieren. Er heuert den Biliam an. Biliam war ein Okkultist. Konnte verfluchen, er versucht das Volk zu verfluchen, aber schafft es nicht. Gott sagt nein. Aber er war ja ein Fuchs. Jetzt ist er Engel des Lichts. Er kommt von hinten rum und sagt, du Balak, aber probier's doch mal mit Folgendem. Wenn du sie schon nicht offensichtlich brüllend wegfegen kannst, dann versuch es doch mit einer List. Lad doch mal das Volk ein, das heidnische Volk. Sag doch zu den Juden, ladet, macht fest, holt die Frauen der umliegenden Völker rein, die bringen dann ihre Götzen mit. Und Israel, was machen sie? Sie machen genau das. Ja, sie sehen, was vor Augen ist, sie sehen die schöne Frau, sie sehen alles wunderbar und dann holen sie sich das ins Haus. Und wir lesen dann später, das hat ein unglaubliches Gericht nach sich gezogen. Das heißt, Biliam steht für Vermischung und Verführung. Die Nikolaiten, die werden ja auch genannt, Nikolaiten. Nikolaiten, man weiß nicht ganz genau, hundertprozentig, was es war, aber vom Wortstamm her ist Nikao, ist Sieger oder Beherrscher, Laos, Volksbeherrscher. Das heißt, hier kommt der Klerikalismus langsam in die Gemeinde. Das heißt, das Papsttum, dass auf einmal nicht mehr das allgemeine Priestertum gilt, sondern jetzt hast du auf einmal eine Klasse, die sagen, wo es lang geht. Ja, sehen wir später in Thyatira, da ist das Problem nicht mehr, dass die Irrlehre von außen kommt in die Gemeinde, sondern jetzt ist die katholische Kirche letztendlich und bringt das Zeugs von innen, beherrscht das Volk. Das heißt, das ist der Biliam. Biliam steht dafür, für Götzedienst heißt es und Unzucht. Das heißt für Vermischung. Soweit erstmal dieses Sendschreiben von Pergamon. Es geht um ihr Lehre in die Gemeinde. Der Herr Jesus sagt, das ist keine Nebensächlichkeit. Ich werde euch richten, wenn ihr nicht Buße tut. Und jetzt möchte ich den Rest der Zeit ins Alte Testament erstmal gehen. Nämlich, ich möchte uns bildlich darstellen,
Eine Möglichkeit, es deckt nicht alles ab, aber eine Möglichkeit, wie es geschehen kann, dass solche offensichtlichen Dinge auf einmal in die Gemeinde hineinkommen. Und das ist in 2. Könige 16, nämlich das Beispiel von Ahas. Das hat mich umgehauen. Ich habe es euch am Donnerstag schon gesagt, lest die Könige und die Chroniken. Das ist Wahnsinn. Und dieses Beispiel, denke ich, ist so passend für unsere Zeit. Da hast du nämlich jemand, der Kompromisse macht und auf einmal hast du den Tod im Topf. Ich möchte nicht alles lesen, 2. Könige 16, ich werde die ersten drei Dinger mal zusammenfassen, ihr könnt es daheim lesen. Aber du hast da folgende Situation, du hast den König Ahas. Und der König Ahas war der König von Juda. Und er war kein guter König. Jetzt ist es interessant, dass du, wenn du die Bibel liest, gerade die Königsbücher und die Chronikbücher, dass du Folgendes siehst. Du hast ja das auserwählte Volk Israel, das Volk Gottes. Dann siehst du, wie sie immer wieder in den Götzendienst fallen und dann bringt Gott ein Gericht und muss dieses Volk teilen. Israel Nordreich, Samaria Hauptstadt und Juda mit Jerusalem. Und du siehst, dass in Israel die Könige allesamt komplett daneben sind. Du hast keinen einzigen König, obwohl sie das auserwählte Volk sind. Dieses Volk, das Volk Israel mit der Hauptstadt Samaria, steht für die Frommen. Juda hingegen, und hier hast du jetzt einen König von Juda. Juda ist die Linie, wo der Messias herkommt, der Herr Jesus. Du hast hier die Gläubigen. Auch Juda hatte im Stamm einige Fehlgriffe. Ja, sie waren nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen hast du dort treue Menschen gehabt. Und das war für mich ein Bild, wo ich sage, das ist genau wie bei uns. Du hast einmal die Frommen, die Gott bekenne vielleicht zwar noch, und du hast, ja, ich würde heute sagen, die Evangelikalen. Das Problem ist, dass das Wort evangelikal, also evangelikal stand ja mal für bibeltreu, dass dieses Wort evangelikal absolut nichts mehr zu bedeuten hat. Das ist genau dasselbe, wie wenn McDonald's seine Burger als gesund anpreist, nur weil ein Stück Salat drauf liegt. Es wird nicht gesünder. Und genau dasselbe hast du mit den Evangelikalen. Ich habe bei uns im Umfeld jetzt, ich sehe das live, dass die Gemeinden, die evangelikalen Gemeinden, wo ich früher, ich bin erst seit 16 Jahren im Glauben, ich dachte immer, es gibt gewisse Hardliner und ich habe immer gedacht, das sind die Brüder. Die haben mir gefallen, die haben es ernst genommen. Das war in meinem Kopf. Wenn du heute siehst, was in gewisser Gemeinde passiert. Hey, ich bin am Anfang in der Charismatik gelandet, das ist nicht mehr viel anders. Das heißt, du hast einen Einbruch, selbst in Juda, wieder jetzt im Bild gesprochen, wo du denkst, was ist da los? Und das haben wir heute Morgen oder gestern auch vom Lothar gehört. Was ist da los? Du bist selbst als Evangelikaler nicht mehr gefeit. Und jetzt ist eben dieser Ahas-Bild für mich, für den, der eigentlich die gehen sollten. Die es ernst meinen, Juda. Und jetzt ist interessant, wenn ihr in den Bibeltext guckt, in Vers 2 am Ende, da heißt es über Ahas, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn seines Gottes, wie sein Vater David. Denn er wandelte auf dem Weg der Könige von Israels. Das hat mich aufmerken lassen. Dieser Ahas ist jemand aus Juda, aber er wandelt nicht in den Fußspuren seines Vaters. Es ist eine Tatsache, die ich beobachte, aus der Praxis, die uns aber auch die Bibel sagt. Als Josua und die Generation gestorben war, da kam eine andere Generation nach und sie kannte nicht mehr den Herrn. Du hast hier eigentlich genau das Gleiche. Du hast hier einen jungen Bursche, ich weiß nicht, wie alt er war, aber er wandelt nicht mehr in den Fußstapfen der Väter nach. Und ich denke, das ist ein großes Problem der heutigen Christenheit. Die Leute wollen nicht mehr in den Fußspuren unserer Väter wandeln. Sie wollen neue Dinge ausprobieren. Und gerade, ich zähle mich jetzt wieder zu den Jugendlichen, deswegen seid nicht böse mit mir, ich
pack mich damit an der Nase. Oftmals ist das Problem die Jugend, die reinkommt und neue Dinge hineinbringt in die Gemeinde. Du hast zum Beispiel, bei mir war es immer so, ich dachte, wenn ich eine Bibelschulausbildung habe, dann bin ich qualifiziert fürs Reich Gottes. Ich habe das mittlerweile ablegen müssen. Das Problem ist, dass in vielen Gemeinden einfach die Vorstellung herrscht, egal wo der war, wenn der eine Bibelschulausbildung hat, dann ist er qualifiziert fürs Reich Gottes. Und das sind ja die jungen Leute, die da runterkommen. Das Problem ist, dass du heute Bibelschulausbildungen hast, die so weit weg sind vom Wort Gottes, wie es nur sein kann. Ich habe mich früher beworben, ich habe ein paar Dinge durchgegangen. Ich sage es jetzt einfach mal beim Namen. Baptisten zum Beispiel, war für mich auch eine Richtung, wunderbar. Zum Beispiel Elstal, kann ich vergessen. FEG, Ebersbach, kann ich vergessen. Hab dort mit Absolventen gesprochen, sagen Katastrophe. Brüder, meine Brüder, Wiedenest, kann ich vollständig vergessen. Die bringen alles rein, fünffältige Dienst, absolute Unsinn. Propheten, Apostel, heute noch. Kontextualisierung. Wisst ihr, jetzt kommen so Leute vom Seminar, suchen sich eine Gemeinde, die Leiter dort sind vielleicht, die sehen nur, oh, der ist Absolvent, und die bringen genau das herein, was eine Gemeinde früher oder später zum Kippen bringt. Aber er hat ja den Schein. Jetzt gerade, da komme ich her, ich sage jetzt nicht den Namen, also da komme ich her, in meiner Umgebung ist dieses theologische Seminar, evangelikales Seminar, habe jetzt ihr Werbevideo heute Morgen nochmal angeguckt, da verkleiden sie sich als Clowns. Du hast dort, ich habe es mir aufgeschrieben, die wollen ja die jungen Leute locken, du kannst dich dort ausbilden lassen als Grafikprophet, als DJ-Evangelist oder als Kneipenpastorin. Die Ehrfurcht vor Gott ist absolut daneben. Und deswegen hast du genau die Christenheit, die du heute hast. Und das wird schlimmer. Weil die theologischen Ausbildungsstellen aufweichen. Ich habe noch Glück gehabt, ich war noch an einer guten Ausbildungsstelle. Muss ich ehrlich sagen. Aber wisst ihr, und jetzt sage ich eins, bevor es jemand, wenn jemand studiert hat, da, wisst ihr, was ich sagen möchte? Wenn du denkst, du bist herausqualifiziert, weil du auf einer Bibelschule warst. Das heißt aber nicht, wenn du da drauf warst, dass du nicht qualifiziert bist. Aber dann musst du selbst gehen. Das, was die dir dort vermitteln, ist oft absoluter Käse. Wisst ihr, deswegen haben wir heute das, was wir in den Gemeinden haben. Seht ihr, Geschwister, ich sage immer, wir müssen am Wort Gottes bleiben. Ja? Der Herr Jesus sagt, das Schwert ist das, was zählt. Ich komme in die Gemeinden. Wisst ihr, was ich sehe oder was ich nicht mehr sehe? Die sehe ja sowieso nicht mehr. Ist die Kanzel. Ich komme in viele Gemeinden, ich komme in einige Gemeinden hinein, ich bin ja nicht in so viele Gemeinden, da fehlt die Kanzel. Wisst ihr, wo soll ich jetzt mit meinem Buch hin? Die gehen davon aus, dass ich heute kein Buch mehr mitbringe, sondern dass ich es vom Smartphone ablese, in der einen Hand. Das andere ist, an der Kanzel fehlt mir das Mikrofon. Das heißt, ich habe in einer Hand das Mikrofon, und in der anderen Hand mein Smartphone. Wisst ihr, bin ich bei Apple, tue ich irgendwelche Handys präsentiere, ich bin im Haus Gottes. Wisst ihr, ich kann das gar nicht. Ein Mann kann immer nur eine Sache, also ich zumindest, nur eine Sache. Ich kann doch nicht da heben und da gucken und da mein Skript. Aber das sieht man, dass die Ehrfurcht vom Wort Gottes, von dem, was es heißt, wir sind jetzt im Hause Gottes, ist weg. Hat mir gerade ein Kollege geschrieben, jetzt gibt es den Whisky-Gottesdienst. Da wird Whisky-Tasting gemacht. Was ist das? In den Gemeinden. Ja? Da kommen Leute in den Gottesdienst, da wird Whisky verköstigt. Wisst ihr, so wirst du auch glückselig. Aber das ist doch absolut verrückt. Nackt-Gottesdienste gibt es. Wisst ihr, ich möchte da aufhören, deswegen, weil das zieht uns zu weit vom Zentrale weg. Ich möchte nur sagen, es gibt ja nichts mehr, was es nicht gibt in der Christenheit. Und jetzt kommst du als kleiner Christ und sagst, das Wort Gottes allein bleibt da, gibt früher oder später Anfechtung. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt, Geschwister. Ein Beispiel vielleicht noch. Ich war jetzt 6 Wochen, beziehungsweise jetzt die 12. Woche, aber 6 Wochen war ich krankgeschrieben.
Und ich habe Zeit gehabt und ich war dankbar dafür und habe viel gelesen in der Bibel und vor allem die Kirchengeschichte. Und ich kann euch nur mal empfehlen, man kriegt da Schock, aber ich würde es euch empfehlen, zum Beispiel mal das Buch der Ketzer zu lesen. Oder 2000 Jahre Kirchengeschichte, das ist ein bisschen oberflächlicher. Aber was du da siehst, das Buch der Ketzer. Ich sage jetzt ganz mal, was die Reformatoren waren auch nicht viel besser. Aber was die katholische Kirche an Brutalitäten den Gläubigen angetan hat, das findest du in keinem Horrorfilm. Die brutalsten Dinge, so eklige Sachen, das gibt's gar nicht. Es war Rom. Heute kommt der Häuptling, der Johannes Hartl, und auf einmal ist alles vergessen. Mehrkonferenz, Zehntausende, keine Probleme, zum Beispiel die Hostias Abendmahl mit den Evangelikalen zu nehmen. Wisst ihr, das ist ja nichts anderes als Okkultismus. Das ist Bileam. Wenn ich dann das sage zu den Leuten, oh, bist du böse und intolerant. Wisst ihr, das ist aber das, was wir sehen. Vom Lobpreis, wir haben es gehört vom Fritz Springer, wisst ihr, wir haben keine Hemmungen mehr heute, Leute Bethel Church einzuladen, den Lobpreis zu hören. Die sind auch diese große Konferenz, die sich auf Gräber legen und Anteil am verstorbenen Geist haben möchte. Die lädt man heute ein. Wisst ihr, ich sage diese Dinge. Und das ist das, wenn du das sagst, bist du böse. Sieh, ich habe zum Beispiel gesagt, ich stelle mich. Ich bin kein Dingster, ich bin Nachfolger der Bibel. Aber ich habe gesagt, zum Beispiel, wir stellen uns auch gegen oder für die Berliner Erklärung. Wir denken, dass Elias Schrenk und Fiebern so geistliches Urteilsvermögen hatte, dass sie wusste, was sie da unterzeichnen. Ich habe mit Brüdern geredet, gesagt, wie kannst du sowas nur sagen? Der Morgner vom Gnadauer Verband, das ist doch alles wieder gut. Ich sage euch einen Grund, ihr kennt es ja selber aus der Gemeinde, ich sage euch nichts Neues. Aber wichtig ist mir, wisst ihr, warum sage ich das? Es ist einfach so, weil viele auch aus den Gesprächen mit solchen Dingen zu kämpfen haben. Diese Aufweichung, diese Vermischung. Und jetzt ist einfach so, viele sagen dann, ja, ist das so schlimm? Ja, für einen Gläubigen ist es schlimm, weil 1. Thessaloniker 1, 9 sagt, wenn du dich bekehrt hast, dann hast du dich von den Götzen wegbekehrt zu Gott. Und dann hast du mit solchen Dingen einfach nichts mehr zu tun. Du hast dann nichts mehr zu tun. Würdet ihr mich ernst nehmen, wenn ich jetzt nach der Kanzel wieder nach Hause gehe und in mein altes Umfeld mit der Droge und Alkohol gehen würde? Bis zur nächsten Konferenz, da bin ich wieder der fromme Sven. Dann hättet ihr Mitleid mit mir, aber es würde mich doch keiner mehr ernst nehmen. Aber glaubt ihr, die Leute nehmen uns ernst da draußen, wenn wir genau dasselbe machen wie die Welt in der Gemeinde? Das ist Unsinn. Lass uns weiter in den Text gehen. Das ist das Befund. Du hast einen Mann aus Juda, der ist nicht klar, der ist aber aus Juda. Und jetzt in Vers 5 und 6, jetzt ist das Problem, der Mann ist ja von sich auch schon sehr daneben. Der macht Götzendienst, alles. Jetzt ist in Vers 5 und 6, jetzt bekommt der Mann noch Druck von außen. Jetzt kommt der König Rezin und der Pekach und er will Israel angreifen. Ja, der Mann bekommt Druck von außen. Und jetzt ist Folgendes, wisst ihr, wir kriegen ja auch Druck. Der größte Druck, den wir heute haben, ist der Toleranz und der Zeitgeist. Das ist ja das, wo wir dann denken, oh, können wir wirklich, sind wir jetzt zu extrem? Das ist ein Kampf. Der Mann bekommt Gegenwind. Und jetzt macht er etwas, und das ist genau der Punkt, warum solche Irrlehrer reinkommen, er bricht zusammen. Wisst ihr, er kriegt Druck von außen und jetzt macht er etwas. In Vers 7, Ahas aber, 2. Könige 16, Vers 7, Ahas aber sandte Boten zu Tiglat-Pileser, dem König von Assyrien. Das heißt, Ahas kriegt Druck von außen, er kriegt Angst und jetzt, anstatt er zu Gott geht, anstatt er den Herrn Jesus fragt, Gott aufs Bergland geht, geht er zum Menschen und holt sich Hilfe. Er holt sich den Tiglat-Pileser ins Haus. Und jetzt ist etwas, er fragt ihn, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und errette mich. Wisst ihr, er macht jetzt Anleihen außen. Hilf du mir, Welt. Jeremia 17,5 sagt, verflucht ist, wer Fleisch zu seinem Arm macht.
der Tiglath-Pileser, der kommt natürlich, der hilft ihm. Und jetzt ist in Vers 8 etwas, das ist erschreckend. Er sagt, und Ahas nahm das Silber und das Gold, das sich im Hause des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand, und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Hilfe von außen. Und der Ahas sagt, jetzt komm, ich gebe dir das, was im Haus Gottes ist. Und was gibt er ihm? Einmal Silber. Silber, Psalm 12,7, ein Bild fürs Wort Gottes. Das heißt, er gibt ihm das Wort Gottes preis. Muss ich noch was sagen zu dem Vortrag von Donnerstag, was die Bibelübersetzung alles, wir haben das Wort Gottes ja preisgegeben. Das heißt, das Wort Gottes ist preisgegeben. Und er sagt hier, und das Gold. Das heißt, das Wesen Gottes. Die Heiligkeit Gottes. Warum ist Rock, Pop in der Gemeinden? Weil man das Wesen Gottes einfach dahingegeben hat. Ja, du zahlst einen Preis, wenn du dich der Welt anbiederst. In dem Fall, du gibst alles preis. Jetzt ist interessant, er gibt alles preis, der Mann. Alles, was im Haus Gottes wertvoll ist, gibt er preis. Und das Wunderbare ist, beziehungsweise das Erschreckende, das funktioniert. Der König kommt, der assyrische König, und zerschlägt die zwei Könige, den Rezin und den Pekach. Wie es funktioniert. Ich kann Anleihe bei der Welt machen und es funktioniert. Das Problem ist, Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Es hat überhaupt nichts zu heißen, ob es funktioniert oder nicht. Sondern Gott ist erstmal ein ganz eifersüchtiger Gott. Jetzt kommt das Brutale. Er sieht, es funktioniert. Ihr geht es daheim nochmal langsam durch. Aber er sieht, es funktioniert. Er gibt alles preis, es funktioniert. Und jetzt macht er etwas in Vers 10. Da zog der König Ahas Tiglath-Pileser dem König von Assyrien entgegen nach Damaskus. Das heißt, er geht jetzt zu ihm. Sie haben Gemeinschaft. In Deutsch wird man heute sagen, er sucht den Dialog. Und als er den Altar sah, und jetzt wisst ihr, das ist das, ich finde es genial. Der kommt zum ausländischen König, sie führen Dialog, jetzt sieht er dort in Assyrien einen Altar. Und dieser Altar sah den, und als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uriah, das war sein Priester, ein Abbild des Altars, und zwar eine genaue Vorlage, wie er gemacht wurde. Das heißt, der Ahas sagt jetzt, hey, du da draußen, du König, der du mir aus der Welt kommst, aber mir geholfen hast, du hast ja auch einen wunderbaren Altar. Lass uns doch genau so einen Altar machen. Und wisst ihr, was sie dann machen? Sie holen genau diesen Altar, machen sie nach. Und in Vers 11 heißt es, und der Priester Uriah ließ den Altar genau nach dem bauen, was der König Ahas von Damaskus aus gesandt hatte. So ließ ihn der Priester Uriah anfertigen, bis der König aus Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus kam und den Altar sah, trat er zum Altar und opferte darauf. Dieses Prinzip ist eigentlich brutal. Der sucht einen Dialog, übrigens eine Fußnote, ich war eingeschrieben in einer evangelikalen Ausbildungsstelle. Ich muss dann wieder raus, weil ich dann gehört habe, dass der das dieses Seminar aufgebaut hat, auf einmal Audienz beim Papst hat. Das ist ja genau das. Was hat meine Ausbildung, wo ich in der Ausbildung etwas Evangelikales lerne, was hat er auf einmal beim Papst zu suchen? Da musste ich gehen. Wisst ihr, was brutal ist? Der holt sich jetzt diese Imitation hinein in sein Haus, auch in seinen Altar. Und dann ist das Brutale, er opfert die Brandopfer darauf, er opfert die Speisopfer darauf, er opfert alles genauso wie bei dem, was im richtigen Altar steht. Aber es ist eine Fälschung. Wie oft habt ihr schon gehört, ich komme zum Ende, wie oft habt ihr schon gehört, Gott sieht das Herz an? Wisst ihr, wenn du heute auch in evangelikale Kreise gehst, es sieht ja alles gut aus, wenn sie nicht vollständig daneben ist. Die nehmen auch den Namen Gottes in den Mund. Aber kann es nicht sein, dass manchmal das genauso aussieht wie der Altar von Assyrien, ist genau dieselbe Fälschung, aber es ist ein anderer Altar?
ist es eine Gefahr. Und mein Punkt ist einfach, nicht alles, was goldig glänzt. Wir müssen aufpassen. Der letzte Vers hier, Vers 14. Wisst ihr, jetzt hat er diesen Altar von den Assyriern, der im Dialog wunderbar vorbereitet worden ist, bringt er ins Haus Gottes rein, sieht genauso aus, er opfert genauso. Und dann heißt es, Vers 14, das ist der letzte Vers, aber den ehernen Altar, und das war ja der originale, richtige Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg, aus dem Zwischenraum zwischen dem neuen Altar und dem Haus des Herrn und stellte ihn nördlich von dem neuen Altar auf. Das heißt, das Original wird ersetzt durch eine Fälschung und das Original ist irgendwo auf der Seite. Ist nicht mehr im Zentrum. Kann es manchmal sein, dass viel Tram-Tram ist, auch in der Christenheit, aber der Herr Jesus ist überhaupt nicht im Zentrum. Aber ich gehe mal so weit zu uns runter. Wer ist bei dir im Zentrum? Ist unser Altar noch auf der richtigen Stelle? Das ist eine wichtige Frage. Wisst ihr, man sagt immer, das Herz muss stimmen. Anbetung kommt vom Herzen. Wisst ihr, als Nadab und Abihu dieses fremde Feuer brachte, würden wir heute sagen, sie haben sie auch nur gut gemeint. Wisst ihr, Aaron hat es begriffen gehabt. Wisst ihr, was Aaron gemacht hat? Er schwieg. Der Aaron wusste, wer Gott ist. Er wusste, dass da ein Fehler passiert war. Dass Gott uns bewahrt für diese Zeit, die man nimmer aufhalten könne, dass wir in der Einfalt Christi wandeln. Dass wir einfache Gläubige sind, die mit kindlichem Glaube Jesus nachfolge. Und das wird in dieser Zeit immer mehr angezweifelt. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, dass wir gerade in Bezug auf Menschen und die Jugend, dass wir sie immer noch brennend erreichen wollen, aber nicht auf Kosten eines falschen Altars. Dass wir das Wort Gottes predigen, dass der Geist Gottes wirkt und wenn er wirkt, dann bekehren sie sich auch. Das wünsche ich mir und dir. Und dann in Vers Dings kommt natürlich noch, dass der Herr Jesus dann sagt im Sendschreiben zu Pergamon, wenn du diese Dinge tust, wenn du Buße tust, wenn du dich von all dem Blödsinn weg fernhältst, dann hat er unsere wunderbare Verheißung. Dann sagt er, ich werde dich speisen mit dem Manna. Wisst ihr, dann wirst du satt. Ich kenne die Kreise, wo es linksliberal ist, ich wurde nicht satt. Rechtsextrem wurde ich auch nicht satt. Aber der Herr Jesus macht satt. Und das wünsche ich uns, dass wir keine Kompromisse machen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Jesus, wir wollen dir danken, dass du in deinem Wort auch so klar bist, dass du letztendlich der Maßstab des Wort Gottes ist, nachdem wir uns richten müssen im Gemeindeaufbau, aber auch in unserem persönlichen Leben. Herr, du siehst, hast uns gezeigt, wie ein Pergamon, das langsam aufgeweicht worden ist. Du hast uns auch praktisch gezeigt, am Beispiel von Ahas, dass es sehr schnell gehen kann, dass auf einmal etwas da ist, obwohl es gar nicht du bist, Herr. Herr, dass du uns auch in dieser Zeit, wo immer mehr diese Verführung und Aufweichung kommt, dass du uns bewahrst, Herr, dass du uns durchträgst, dass wir in wirklicher Einfalt an dein Wort glaube, dir nachfolge, wohin du auch gehst, Herr Jesus. Dafür danke wir dir, dass du uns festhältst. Lob und preisen dich. Amen.